da geht's heute mit dem nächsten Duell. Und das ist der Gegner, der FC Villarreal. Ja, weiter geht's heute in der Liga. Natürlich, klar. Villarreal ist der nächste Gegner. Die momentan auf Platz 11 stehen. Mit 9 Niederlagen. Hinspiel haben wir gewonnen. Und letzte Folge haben wir sogar Real geschlagen. Also die 100 Tore werden wir auch relativ zeitnah schaffen. Wir haben jetzt aktuell einen Vorsprung von 6 Zählern auf Atletico. Treffen, was haben wir denn als nächsten Gegner dann irgendwann? Ist schon Barcelona? Nee, Barcelona nicht, wollte ich gerade sagen. Gegen Valencia. Also jetzt Villarreal und dann Valencia, okay. Na gut. Gehen wir mal rein ins Match. Wie gesagt, warum ich nicht gewechselt habe, liegt einfach daran, dass ich halt. Das war mir einfach zu heiß alles. Oh, Herrera soll angeblich gehen. Wir können mal verhandeln. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar 10 rauskriegen am Ende. Machen wir mal glatt. 10 vielleicht? Von wem überhaupt? Ich jetzt gerade nicht gesehen. Ja, super. Verzockt. Arcelans war das. Verzockt, würde ich sagen. Ja, für Berardi. Delegieren. 2 Jahresleihe. Also keine. Ich leihe meine Spieler sehr ungern mit einer Kaufoption. Also verleihe meine Spieler sehr gern, ungern. So, jetzt haben wir mal Berenguer. 27 Millionen und Napoli wird es ausleihen. Das heißt, der geht nach RB, also zu RB. Und dann kann ich mal gucken, ob ich mir noch zwei Außenverteidiger gönne. So, Ares soll angeblich gehen. Delegieren, Leihe, eine Jahresleihe, aber nicht per. Warte mal, Angebot von Berenguer. Das ist dann einfach zu heiß. Das ist dann zu wenig. Einfach abwarten jetzt. Spielt eh keine Rolle momentan bei uns. Maurice. Nein. Soll er nämlich in die Heimat? Oder ein Heimatverein hängt ein bisschen dran. Warte. Ja. Gut. Lass mal so sein. Wie ist das? Wie gesagt, jetzt kommt. So, Transferangebot für Kappa, 4,9 Millionen. Hm. Muss ich da das Angebot annehmen? 30 Jahre alt. So, was haben die denn? Was wollen die überhaupt von mir jetzt? Was ist das für ein Angebot? Leihe zum Kauf. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Delegieren. Leihe. Einfach nur eine Jahresleihe. Annehmen, ja. Ja, ich muss leider das Angebot annehmen von Kappa. Ich will ja noch einen Rechtsverteidiger dann verpflichten. Alex Berenguer. Deswegen werde ich jetzt noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Das wollen wir gegen Villarreal durchstarten. So, jetzt muss ich noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Natürlich bei meinem Lieblingsverein. Bei meinem Lieblingskaufverein. Transferzentrale. Warte mal. Spieler suchen. Das war der Gedanke dahinter. So. La Liga. Und dann gehen wir mal drauf. Valladolid haben wir da noch als Gegensatz. Was haben wir denn? Was war denn da jetzt das andere Derby? Was habe ich jetzt gesagt? Girona, ne? Girona. Die haben ja auch, wir bräuchten ja noch einen Rechtsverteidiger. Aber ich muss ja gucken. Es ist ja Schwachsinn, jetzt da bei denen zu gucken, weil Iria, Rayo Vallecano, das sind ja Mallorca, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad. Das war der Gedanke dahinter. Ich will nämlich einen Rechtsverteidiger von denen verpflichten. So. Da muss ich jetzt nämlich googeln.
Das kennt er ja. FIFA 23. Die Frage, bist du ein Baske? Hat ein 79er Potenzial. Naja, wie gesagt, ich versuche gerade herauszufinden, aber theoretisch, aber Baske ist, wo er herkommt. Ja, ist er. Tatsächlich. Damit kann er für uns im südwestlichen Baskenland. Wird das unser neuer Rechtsverteidiger werden? Mal gucken, was er zahlt. Ja, bauen Simse an. Großabel. Den hätte ich gerne. Als neuen Linksverteidiger, als neuen Rechtsverteidiger. Akzeptieren wir. Ja, 20 Jahre alt ist er. Freigabe, so können wir mal übergehen, die ganze Geschichte. So, und jetzt möchte er ein bisschen Gehalt haben, natürlich. 38 will er kriegen. Ohne 200.000er. So, jetzt frag mal, ob du kommst. Und damit wird er. Und damit herzlich willkommen, Andoni Gorosabel, für. Wechselt zu uns. Damit haben wir schon relativ zeitnah einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet. Den brauchte ich nämlich jetzt noch unbedingt, weil Kappa, wie gesagt, nach Dings wechseln wird, nach zur Fähler gehen wird. Damit habe ich meinen Rechtsverteidiger definitiv dabei. Jetzt brauche ich noch einen Linksverteidiger. Und ich habe mal wieder einen Gegner. Ich habe mal wieder einen Linksgewehr geschwächt. Also was heißt ein Gegner? Ich habe mal wieder mehr oder weniger. Ja, es ist so eine Elf, aber ist egal. Stimmt. So. Gut. Und jetzt möchte ich eigentlich noch einen Linksverteidiger für dich. Jetzt muss ich mal schauen. Deco Rico ist zu alt. So. Jetzt muss ich. Du kannst aber auch keinen Ernst tun. Kannst du theoretisch Linksverteidiger spielen? Ne, kannst du nicht. Warte mal, was hast du denn da? War das, ne? Was hast du denn da? Was geht? So nebenbei gerade. Ridane, ne? Ja. Aber da haben sie kein. Die haben ja keinen. LV. Kein Dings. Und Kusen, ja, wahrscheinlich eher weniger. Jetzt auch nicht 30, damit hat sich das erledigt. Oh, die haben Lacroix geholt. Okay. Das klingt schon relativ baskisch hier, aber das wird wahrscheinlich, den muss ich wahrscheinlich erstmal sehen, ausgeliehen, okay? Auch du bist noch ausgeliehen. Ja, da kann ich wahrscheinlich nicht reingrätschen, ne, in die Leihe. Nee, leider nicht. Okay. Ist halt erstmal so. Gut. Team Zentrale. Frequenznummer ändern hat ja im Original die 18. Die hat aber hier Galan. Nur würde sie verlieren jetzt. So, Galan. Sekunde mal ändern. 7 braucht er nicht. Die hat jetzt, kriegst du jetzt, da kriegst du jetzt die 17. Und jeder, hier, oh ja, Sabal kriegt die 7. Gut. So, Team Management. Das heißt, du gehst auf die Brust rein, weil Chapa, wie gesagt, den Club verlassen wird.
haben wir da unsere Position zumindest mal rechts wieder neu vergeben. Berenguer, ja, der ist jetzt gegangen. Weil das Geld wollte ich haben. So, dafür gibt es jetzt das nächste Duell gegen Villarreal. Das letzte Spiel heute in dieser Aufnahmesession. So, Chapman auf die Bank mal, sitzen für Nunez. Berati geht ebenfalls rauf auf die Bank. So. Berati geht ja in die Innenverteidiger für Sibelia. Also ich wäre, deswegen habe ich ja bewusst jetzt erstmal gesagt, komm, die zwei jetzt noch. Die Spieler, die jetzt natürlich erstmal ihre Dings gehen werden, da dürfen heute mal von Beginn an ran gegen FC Villarreal. Mal wieder ein bisschen durchrotieren. Williams ist heute im Mittelpunkt. In den letzten drei Spielen gut, gab es da geht's los ins Match. Soll's natürlich so weitergehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen im Estadio San Mamés, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen FC Villarreal. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, es kann nur hochklassigen Fußball geben. FC Villarreal hat große Ziele. Man will sich hinter den drei Großen in der spanischen Liga etablieren. Und ich glaube, das kann mit ein bisschen Glück auch gelingen. Man hat aus dem Abstieg vor einigen Jahren gelernt und hat die richtigen Schlüsse gezogen. So. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute, Buschi. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Ja, ich habe ein bisschen durchrotiert, weil aus Gründen, ihr habt ja erklärt. Taktisch heute eher konventionell 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Weil eben genau jene Spieler, die jetzt in der Startformation spielen, den Club ziemlich zeitnah verlassen werden. Berenguer ist weg, dafür habe ich mir ja Gerozabel geholt. Von meinem Lieblingsausbildungsverein von Real Sociedad den nächsten verpflichtet. So, auf geht's auf jeden Fall ins Match. Das Spiel beginnt. Wir schauen mal, was so passiert heute. Holen wir uns die nächsten drei Punkte, wa? Versuchen wir zumindest. Hier Spiel haben wir ja gewonnen. Wenn wir heute gewinnen, dann bleiben wir bei diesen sechs Punkten auf Atletico. Wenn wir heute verlieren, können es bis zu drei werden. Aber wie gesagt, mal schauen. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Und da ist Simon. Der Keeper mit dem Ball. Benzidor. Erstmal mit dem Fehlpass, dezent. Chapa, ja, wie gesagt, der geht ja, den wird den Club ja verlassen. Das sieht vielversprechend deswegen spielt Gorosabel noch nicht in der Startformation. Der wird aber wahrscheinlich, je nachdem wie die Partie läuft, auch eingewechselt heute. Jai. Galan. Neue Nummer. Hat jetzt die 17. Einer der wichtigsten Spieler sein. Auf dem besten Weg. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Sanchez! Uiuiuiuiuiui. Keine Gefahr für das Tor. Abseits oder was? Hab ich das gesehen? Ich dachte, ich hätte einen Pfiff gehört. Morata. Pass wird abgefangen. Oh oh. Gerard Moreno. Da müssen Sie aufpassen! Gerard Moreno!
Nicht gut gemacht. Und er war gelb und was? Elfmeter oder was? So, Gnade vor Recht, würde ich fast mal sagen. Aber auch, nee, Freistoß. Aber es war knapp. Und es gab die gelbe für Oyasa David Galan. Ich muss jetzt die neue Nummer ein bisschen aufpassen, weil die hat hier die 18 vorher gehabt, jetzt hat er die 17. Die hat ja vorher Oyasa Ball gehabt, die hat jetzt die 7. Weil Berenguer zu RB Leipzig gewechselt hat für knapp 28 Millionen. Und ich brauchte das Geld. Ich bin jung und brauchte das Geld. Ares. Adu, Ares. Adu, Ares. Elfmeter. Okay, das muss ich jetzt drauf gucken, weil für mich war es eigentlich nur eine harmlose Flanke. Oder kann aber sein, dass nach der Flanke nicht, dass kein Kopfball war, sondern ein Handspiel war. Nee, also, ich meine, ich freue mich über den Elfmeter für mich, aber das war keiner. Der war nicht mal in der Nähe mit der Hand. Das ist Fehlentscheidung, tut mir leid. Das soll jetzt hier das 1:0 werden. Versuchen es, ja. Galter, ey, war in dir, verhindert das 1:0. Und irgendwo ist es eine ausgleichende Gerechtigkeit. Schade, dass ich das wieder verschossen habe, aber es ist eine ausgleichende Gerechtigkeit, weil meiner Meinung nach war es keiner. Und damit steht weiterhin 0:0. Oh, oh, Moreno. Und verzieht. Berardi, Geray, Vencedor. Da kommt der Pass. Jetzt kommt der Ball. Mal auf Williams. Und der verzieht den. Der macht ihn normalerweise im Schlaf. Und das ist dann wieder so ein typisches FIFA-Spiel, wo der FIFA sagt, nö, du gewinnst heute nicht und verlierst den Elfmeter und verballerst so eine Chance. Ball ist oben wie Real. Koklau, ehemaliger Freiburger. Ja, der hatte weiter mal Freiburg. Ein Jahr oder ein halbes Jahr oder sowas. Und es ist tatsächlich das 1:1. Also du verschießt den Elfmeter, du verballerst die große Chance durch Iñaki und kriegst durch Moreno 0:1. Ich glaube, es war Geray, der da den dicken, dicken Bock geschoben hat. Ich hab's nur gerade so ein bisschen gesehen. Ich habe die Szene jetzt nicht weiterlaufen lassen. Aber ist halt so. Oh ja, Sabal, gut gelöst da jetzt. Kann jetzt mal durchmarschieren. Oh ja, Sabal! Dann seid's. Drin ist der Ball. Und dann ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. So, 0:1 jedenfalls. 1:1, Entschuldigung. Da ist er einfach gedankt. Da kommt aber mal schön da durch. Ja, in der Tat. Heute rein ins Glück. Und im Abschluss auch noch effizient. Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. Siebtes oder achtes Saison da mittlerweile. Also trifft auf jeden Fall mal wieder. Also wie gesagt, der macht jetzt auch seine Tore langsam. Das war jetzt nicht so super erfolgreich und toll und hören wir mal so ein paar Dinger. Aber mittlerweile läuft der warm, der Junge. Und dann verlieren sie doch den Ball. Wieder ist es Geray, also der jetzt zum zweiten Mal so ein Ding jetzt verliegen, also fabriziert. Wie gesagt, so geht er auf seine Kappe. Da bekommt er Unterstützung. Sanchez und Altay. Der hat schon im Hinspiel ziemlich stark geglänzt, der Junge, ne? Da wird mir sogar so ein bisschen auch. Ich glaube, das meine wäre irgendwie sowas gewesen. Ball weiter gefährlich. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß. Freistoß? Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul was? Okay. Und dann geht auch die Karte in Ordnung. Vencedor mit der gelben. Samuel Chukwueze. Ja, wieder aufpassen da hinten. Morata. Morata. Nein. Wieder nicht. Chukwueze. Dalo. Ballfall. Dazwischen gegangen jetzt Ball. Nur eine Minute noch. Ah, da wäre jetzt Platz. Oh, Mann, damit dürfte Pause sein. So ist es. Sein. Da ärgern sie sich. 1:1. Wir hören den Pausenpfiff und damit war. Der Pausenpfiff. Also ich muss jetzt wechseln zweimal. Wahrscheinlich. So, zumindest ist es. Weil so. Traumhaft und unsicher, also ich werde es mehrmals wechseln müssen. Das ist jetzt alles ein bisschen
bisschen unsicher hier. Ja, es wird den Wechsel ziehen. Es wird den Wechsel machen. Ich werde jetzt mal meinen Debütanten reinziehen. Und zwar aus der eigenen Jugend. Mal gucken. Drei Wechsel jetzt. Pause zu deinem. Beide Gelb-Vorbelasteten raus. So, mal gucken, was er kann. Erstmal ist es Munia hin, der jetzt auf dem Platz ist. Und jetzt ein bisschen für Pfadsorg mal auf der rechten Seite. Und Altay. Den hat er. Ja. Nächste dicke Chance für Bilbao. Also wie gesagt, das ist der Keeper, der jetzt ein bisschen was verhält. Hat den Elfmeter schon in der ersten Halbzeit gehalten. Der, wie gesagt, in meinen Augen keiner war. Er bekommt Hilfe. Gerard Moreno. Schön abgeblockt. Moreno, das ist das 1-2. Das ist irgendwo, ist das eine komische Partie. Also der Gegner schießt jetzt gerade das zweite Mal aufs Tor und Moreno macht's. Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende, perfekt. Was? Ohne jede Möglichkeit. Klasse. Aktueller Spielstand jetzt also. So, jetzt gibt's Geld für Chukwueze. Meine Meinung nach war so richtige Gelbe, weil ja, Foul war es auf alle Fälle. Zu Bell, ja. Der hat schon so ein Ding, schon mal so ein Ding vorbereitet. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Sie verlieren hier den Ball. Viel Platz für den Konter jetzt. Gerai. Berardi. Grosseta! Ausgleich! 2-2. Knapp eine Stunde rum. Und jetzt läuft mal so ein Ding endlich, so ein Konter mal. Und es ist Bettina tatsächlich, der Junge, der 16 Jahre alt, mit der Vorlage, sein erstes Spiel, seine erste Torbeteiligung. 0-1. Ja, 1-2-2. Und es bleibt extrem spannend. Ja, kann der vielleicht sogar eine Option sein, sagen wir mal? Cesar, der ist 16 gerade mal. Nein. Aber vielleicht auch eine Verwarnung. Nee, es war nicht mal ein Foul, meiner Meinung nach. Zumindest habe ich es nicht so gesehen. Moreno. Können wir das Spiel noch irgendwie drehen? Können wir noch was machen, reißen hier? Hinyaki. Nee, das war zu alt. Das war's also erstmal. Ich glaube, es wäre Petit gewesen, der frei war, ne? Guruseta. Petit? Guter Vorstoß da jetzt. Petit? Da kommt die Hereingabe. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Euer Sabal. Muniain! Und festgehalten. Klasse gemacht. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, gut, 20 Minuten noch. Morata. Gerai, jetzt hat er mal so ein Ding. Was viele schon erwartet hatten, ist nun eingetroffen. Er wird den Club verlassen. Oh, das ist Petit, der aber ein bisschen weit draußen ist. Jetzt gerade so ein bisschen. Und der haut das zweite Ding auch noch rein. Also was heißt, er macht die zweite Vorderumlage. Spiel ist gedreht. 75. Minute. Ja, nicht, dass das wirklich mal eine Option ist. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner... Lässt den Mann noch stehen, sieht den Dings, sieht den Williams und der knallt das Ding über den Pfosten rein. Diesmal war gar nichts zu halten für den Keeper. So, geht hier noch was? Ja, Torvorlage, zwei Torvorlagen im ersten Saisonspiel. Als, wie gesagt, 16-jähriges Talent. Kann also durchaus mal eine Option sein, liebe Leute. Vielleicht ist es doch mal irgendwann. Vielleicht ist es doch der neue, irgendwann der neue Superstar. Williams. Ja, Williams, der kommt aber nicht durch, weil Mondi auf, also wie auch immer wer ausgesprochen wird, ein bisschen aufpasst. Ja,
gesagt, es könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Und Moni ein. Moni ein. Athletic Bilbao. Dann geht es. Ah, Moment, jetzt. Oh, Albiol verhindert. So, jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Ecke kommt rein. Gefahr bereinigt. Moni ein. Da kommt die Flanke. Und. Klasse Kopfball geht aber. Grosseta. Der jetzt natürlich nur mit einer guten Chance sieht. Wir werden jetzt nochmal wechseln. Wir zweimal wechseln. Hey, kann ich nicht da hinten auswechseln? Aber Doppelwechsel jetzt nochmal. Goreseta, der gerade die Chance raus. Maurice rein. Und Gorosabe für den Werner Chapa. Der den Verein sehr wahrscheinlich jetzt Richtung Istanbul verlassen wird, ziemlich zeitnah. Deswegen durfte er heute noch mal ran. Und die neue Wachlösung ist da. So, der aktuelle Spielstand lautet hier also 3:2. Jetzt die Frage, Petty. Mit wem bekommen Sie es als nächstes zu tun? Petty! Petty! Da müssen Sie sich dann noch mal... Er holt zumindest mal eine Ecke raus. Auch wenn das nicht gerade, wenn er ja ein bisschen was anderes wollte, aber... Naja. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiung. Zu Bielda. Da ist er da. Guter nee. Zweikampf. Capoe. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Hat ihn erstmal. Cheray. Schönes Zuspiel. Petty. Das ist noch gefährlich. Fans können erst. Das ist der Schluss. Und dann ist Feierabend hier. 3:2 der Endstand. Dank diesen 16-jährigen Talenten mit seinen zwei Vorlagen machen sie das Ding am Ende. Die war mit dem ein oder anderen Problem bestückt und das wird auch kritisiert. Ja, Berardi ist doch nicht so weit, aber er spielt halt ein paar Mal jetzt, wird jetzt ein bisschen eingewechselt und mal wieder. Ich musste ja jetzt ein bisschen durchrotieren, naja, geht er jetzt für 2 Jahre. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal spielen lassen. Der wird jetzt eine Spielpraxis kriegen. Das sieht vielversprechend aus. Und dann ist am Ende, ja. So, gehen wir mal kurz mal ins Interview. Ich glaube, der wird es bestimmt noch mal fragen. Real hat 1:0 gewonnen. Barcelona 0:0 gegen Girona. Sind die auch erstmal ein bisschen weg von uns? Aber wieder so ein knappes Ding. Wieder gegen Villarreal. Und wir holen jetzt die Siege. Wir hätten das Spiel definitiv entscheiden müssen. Weil der Keeper da gut gegangen, wie soll unter anderem 11 Meter verschossen. Nee, Quatsch, Hinspiel war das. Hinspiel nicht 2:2 sogar nur? Ich glaube, es war eines der beiden Unentschieden. Wir kriegen aber zu viele Gegentore. Wir kriegen schlichtweg zu viele Gegentore. Wir waren klar besser. Punkt. Die beiden Gegentore waren aber auch unglücklich. Aber wie gesagt, wir haben es ja dann am Ende gewuppt. Gut. Ende der Durchsage. Wir sind raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's weiter mit dem Duell gegen FC Valencia. Und dann wollen wir natürlich den Abstand auf weiteren 6 Punkte halten. Wenn, wie gesagt, Atletico sein Spiel natürlich gewinnt. Ne? Barcelona sieht jetzt mal ein bisschen raus aus der Nummer. Die haben jetzt 39 Punkte, sind jetzt aktuell nur Fünfter. Wir haben das Hinspiel, wir haben ja gegen die gewonnen im Hinspiel. Gut, nächstes Spiel ist der 22. und dann geht's gegen Valencia. Wir sehen uns dann wieder. Freue mich, wenn ihr morgen um 14 Uhr oder wahrscheinlich morgen um 14 Uhr einschaltet. Kann vielleicht auch eine kleine Pause sein. Mal schauen. Bis dann. Tschüss.